Altglas in die Restmülltonne? Sag mal, unträumlich. Plastik in die Papiertonne? Also wirklich, Plastik kommt nicht in die Papiertonne. Gerettet! Guten Morgen. Oh, Mann. Post ist da. Ich hab krasses Zeug geträumt. Ja, du siehst auch ein bisschen verwirrt aus, ehrlich gesagt. Ponyhofrechnung. Meine Oma ist wohl in Georgien. Der ist für dich. Der ist für dich. Liebesbrief. Bei mir auch. Süß. Drehbuch für unsere nächste Sendung ist da. Konfetti für unsere nächste Sendung ist da. Sehr gut. Hä? Ich hab voll den komischen Brief bekommen. Guck mal. Genau. Ja. Für Tobi. Für Pia. Müll gehört in die richtige Tonne. Wertstoffe sollen recycelt werden. Mülltrennung ist Klimaschutz. Die Umwelttruppe. Nie gehört. Die haben das alles einzeln ausgeschnitten, wie so Verbrecher in einem Erpresserbrief. Ich habe gerade im Register geschaut, aber da ist auch niemand, der so heißt. Ich meine, was wollen die uns denn sagen? Wir wissen doch, wie man Müll trennt. Ist doch alles richtig, ne? Ja. Müll in die richtige Tonne, Wertstoffe recyceln, Mülltrennung ist Klimaschutz, ja, aber... Mir fällt Axel ein. Axel ist so ein Recycling-Supertyp. Den habe ich schon mal für einen Dreh getroffen. Der kennt sich super aus. Ich musste auch an die stinknormalen Superhelden denken. Die sind doch total fit, was Mülltrennung angeht. Und die sind witzig. Mhm, noch dazu. Und guck mal, Axel, das ist Axel tatsächlich. Ja. Und hier in der Nähe von Leipzig, da arbeitet der. Ja, die stinknormalen Superhelden, die sind hier in der Nähe von Berlin. Das heißt? Wir machen uns auf den Weg. So ist es. Axel hier ist der Mülltrennungsexperte überhaupt. Und er ist zuständig für die Initiative Mülltrennung wirkt. Wenn mir jemand mehr darüber erzählen kann, dann ja wohl er. Und ich treffe die stinknormalen Superhelden. Zumindest einen Teil von ihnen. Kitty Chaos und Red Violet. Die stinknormalen Superhelden setzen sich seit Jahren für Umweltschutz ein. Und obwohl das natürlich ein ernstes Thema ist, nehmen sie sich selbst nicht ganz so ernst. Die Umwelttruppe. Vielleicht bin ich ja hier tatsächlich schon auf der richtigen Spur. Das ist doch unser geheimes Klopfzeichen. Hi! Na, darf ich reinkommen? Ja, bitte. Ich habe nämlich was mitgebracht. Okay, zeig mal. Also passt auf. Ich habe nämlich einen Brief bekommen. Das sieht aus wie ein Erpresserbrief. Ja. Ja, Müll gehört in die richtige Tonne. Wertstoffe sollen recycelt werden. Habt ihr was damit zu tun? Nee. Guck mal da. Wir haben Schlüppi. Stimmt, das ist nicht euer Logo. Aber da muss ja jemand denken, du machst was falsch. Ja, und ich dachte eigentlich, dass ich alles richtig mache. Ja, dann würde ich sagen, wir reden mal drüber. Ja, lass mal checken. Los. Klingt gut. So, und nun? Superhelden-Check. Ja, wir machen dich erstmal Superhelden fertig. Jacke aus. Stern an. Okay. Und jetzt bereiten wir was für dich vor und Augen zu. Alles klar. Darf ich schon gucken? Nein. Das hört sich ja wild an. Darf ich? Jetzt kannst du, ja. Wow, das ist mal ein Chaos, würde ich sagen. Okay, den soll ich jetzt sortieren? Alles klar. Für den Anfang mal was ganz Einfaches. Bio. Ja, check. Lass mal irgendwo eine Haufenecke machen. Ja. Das platziere ich mal hier. Zeitung, Altpapier. Hier Eierverpackung, Altpapier. Und auch das hier, Altpapier. Ja, richtig. Als nächstes hier gelbe Tonne, gelber Sack. Und hier eine Aluverpackung, auch gelbe Tonne, gelber Sack. Und ganz wichtig, Deckel ab. Richtig, ja. Super. Und die muss leer sein. Leer muss sie auch sein, genau. Das ist auch noch wichtig. Gut, was nehme ich denn jetzt? Oh, die Windel. Ich hoffe, die ist nicht benutzt. Nee, ist nichts drin. Kommt in den Restmüll. Ja. Okay. Und das hier ist Glas. Mhm. Und der Deckel? Beim Altglas kann der Deckel draufbleiben. Ah ja, gut. Mhm. Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Für die erste Runde gar nicht so schlecht, oder? Sehr gut. Ja. Gut, noch eine Runde. Okay. Ich würde jetzt mal die Zahnbürste nehmen. Ganz schön viel Plastik. Gelbe Tonne, gelber Sack. Nee? Mhm. Das sind Hygieneartikel und deswegen kommt das in den Restmüll. Ah,
in die gelbe Tonne, gelber Sack, kommt nur Verpackung. Okay, gut. Dann gehört die Zahnbürste in den Restmüll. Der Joghurtbecher kommt ebenfalls in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack. Davor muss aber der Deckel ab und er sollte restentleert sein. Eigentlich kann man sich das alles ganz einfach merken. Verpackungen kommen in die gelbe Tonne, den gelben Sack. Es sei denn, sie sind aus Papier, dann kommen sie in die Papiertonne. Es sei denn, sie sind aus Glas, dann kommen sie in den Altglascontainer. Einwegflaschen und Mehrwegflaschen kommen in den Pfandautomaten. Super! Yay. Zack, zack. Kleiner Applaus für dich. Dankeschön. Super. Okay, Leute, jetzt haben wir den Müll perfekt getrennt und er kommt in die richtigen Tonnen. Aber stopp. Nur superheldenmäßig. Und zwar mit Action. Okay, Leute, ihr habt wirklich nichts mit dem Brief zu tun, nee. Oder? Na gut, komm, wir schicken Tobi mal eine Sprachnachricht. Ja. Okay. So. Hi, Tobi. Hi, Tobi. Hi, Tobi. Also, Fehlanzeige. Die stinknormalen Superhelden haben nichts mit dem Brief zu tun. Also, ich mache mich auf den Heimweg. Wir sehen uns dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Na, dann hoffe ich mal, dass ich ein bisschen mehr Glück habe mit dem Axel. Axel! Tobi! Guten Tag! Hi, grüß dich! Hi, freut mich, dich zu sehen! Hi! Du, ich komme, weil ich habe einen mysteriösen Brief bekommen, Pia und ich. Und dann bist du mir eingefallen, weil es geht da drin um Müll und ich dachte, vielleicht hast du eine Ahnung, was das soll. Tobi, Müll gehört in die richtige Tonne. Wertstoffe sollen recycelt werden. Klar? Mülltrennung ist Klimaschutz. Ja, das stimmt doch alles. Ja, finde ich auch. Aber wer ist das? Diese Umwelttruppe? Ich hab's. Oh, die Umwelttruppe. Hast du das Logo schon mal gesehen? Nee. Oder so? Also gehören die nicht zu euch? Nee, mit uns haben die nichts zu tun. Aber wo du schon mal da bist, kann ich dir das ja zeigen, dass das wirklich stimmt, was da drin steht. Was macht ihr denn hier in der Anlage? Wir machen hier Aufbereitung von Verpackungskunststoffen. Und wenn du Zeit hast, dann gehen wir mal rein und dann zeige ich dir das. Voll gern. Ja? Vielleicht finde ich da ja auch noch eine Spur. In der Anlage hier kommen pro Tag mehr als 100 Tonnen sortierter Plastikmüll an. Wo die herkommen, habe ich mir auch schon mal angeguckt. Und zwar bei Christian in der Anlage. Da gibt es Sortiermaschinen, Siebtrommeln, Förderbänder und so weiter. Am Ende kommen bestens sortierte Verpackungen dabei raus. Allesamt in solche Würfel geformt. So passen davon ungefähr 50 in einen LKW. Und was mit denen dann hier passiert, gucken wir uns jetzt mal an. Axel hat mich sogar mit richtig coolen Sicherheitsklamotten ausgestattet. Sag mal, Axel, das ist doch jetzt alles schon quasi, das sind diese sortierten Abfälle, ne? Also das, was ich beim letzten Mal gesehen habe, diese Bündel, das kommt jetzt hier an. Genau, also das sind die Ballen, die du in der Anlage gesehen hast, die sind da rausgekommen, die sind hier reingegangen. Ja. Und das sind die Verpackungen, Verpackungsbestandteile, in diesem Fall Kunststoff. Und das geht jetzt in die Anlage rein und wird da wieder aufbereitet, und damit es am Ende zu neuen Produkten gemacht werden kann. Und das sind dann die Schritte, die hier jetzt bei euch in diesem Werk passieren? Genau so ist es. Das zeigst du mir jetzt? Das zeige ich dir jetzt. Als erstes kommen die sogenannten Wertstoffballen auf ein riesiges Förderband. Das Band bringt alles ein Stückchen nach oben zur ersten Maschine. Das sieht man jetzt leider nicht, aber im Inneren der Maschine wird alles in kleine Stücke zerhäckselt, sodass danach keine großen Verpackungsteile mehr dabei sind. Weiter geht's im Inneren der Anlage. Und ich sag's euch, hier ist es unfassbar laut. An dieser Stelle werden die Plastikteile nochmal sortiert. Der sogenannte Nahinfrarotscanner erkennt die verschiedenen Kunststoffarten und sortiert die falschen Teile aus. Das, was dann noch übrig ist, kommt in diesen Tank. Das Wasser trennt hier nochmal, denn einige Arten schwimmen oben und andere sinken nach unten. Also das war auf jeden Fall ziemlich cool, die Anlage. Genau. So, und jetzt kommen wir zu der Lagerung von dem Zwischenprodukt, von dem Mahlgut. Ja. Und das wird in solchen Silos gelagert. Das da, ne? Genau. Wow. Können wir mal reingehen. Ah, cool. Das ist jetzt gereinigt und gemahlen und getrocknet. Aber daraus macht man jetzt noch keine neuen Produkte, oder? Weil das ist ja noch... Ja, ungleich groß und bunt. Genau, das wird jetzt nochmal aufgeschmolzen und dann zu so linsenförmigem Granulat verarbeitet. Und daraus werden dann neue Produkte gemacht. Macht ihr das auch hier? Das machen wir auch hier. Und können wir uns das auch angucken? Na klar. Da lang? Da lang, genau. In dieser Halle wird dann aus den Flakes endlich das Granulat. Diese Maschine hier nennt man Extruder. Da kommen die Flakes rein und alles wird bei unglaublich hohen Temperaturen eingeschmolzen. Dann kommt noch ein bisschen Farbe dazu.
und das Granulat ist fertig. So, also dieses Zeug hier, diese schwarzen Linsen, das ist genau das Granulat, das ich gerade noch da drin habe, mir auf die Hand regnen lassen. Genau. Und man kann das in alle Farben machen oder was? Auch so blau, grün, gelb? Ja, jeden Fall. Und wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, dann würde ich mal schätzen, dass man aus so dunklem Granulat solche dunklen Produkte hier herstellt. Oder das ist alles recycelt? Das ist alles wirklich zu 100% aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Und so bleibt der Kunststoff halt im Kreislauf und im Kreislauf erhalten. Und damit sparen wir pro Tonne wirklich bis zu 3,2 Tonnen CO2. Ach krass. Und jetzt verstehe ich nämlich auch noch mal mehr, wo du mir das alles gezeigt hast, was hier steht, warum Mülltrennung wirklich Klimaschutz ist. Genau, das ist der Punkt. Weil eben einfach, wenn das hier alles schon mal ein Produkt war und zu neuen Produkten wird, dann muss ich nicht Erdöl aus der Erde fördern, neuen Kunststoff herstellen, bei dem wieder ganz viel CO2 in die Luft gepustet wird, sondern es bleibt eben im Kreislauf und wird einfach was Neues. Deshalb ist Mülltrennung und Recycling halt auch wirklich Klimaschutz. Es bleibt halt nur die Frage, wer ist diese Umwelttruppe? Wer wollte uns das mitteilen? Also das ist alles richtig, was da drin steht, aber wer das ist, Tobi, weiß ich auch nicht. Ich habe auch keine Spur gefunden hier. Na, sorry, aber da musst du noch mal weiter recherchieren. Das mache ich. Ich werde Pia noch mal treffen und Axel, dir vielen Dank, weil es hat mal wieder richtig Bock gemacht. Super. Dank dir. Ciao, Axel. Die meisten Verpackungen sind aber nicht aus recyceltem Kunststoff, sondern aus Erdöl. Das kommt von tief unter der Erde und wird mit speziellen Maschinen nach oben befördert. In super komplizierten chemischen Prozessen wird daraus Granulat hergestellt, also diese kleinen Kügelchen. Aus denen können dann neue Sachen aus Plastik geformt werden. Klingt ja erstmal praktisch. Allerdings ist die Erdölindustrie gar nicht gut für unser Klima. Denn bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung wird sehr viel CO2 produziert. Und das, wisst ihr bestimmt, ist eins der klimaschädlichsten Gase überhaupt. Wollen wir also CO2 einsparen, müssen wir unsere Verpackungsabfälle sorgfältig trennen. Dadurch können wir allein in Deutschland pro Jahr mehr als 3 Millionen Tonnen CO2 einsparen, was ungefähr dem Ausstoß einer Stadt in der Größe von Bonn entspricht. Also, bei den stinknormalen Superhelden war es echt super cool. Ja, bei Axel auch. Es war halt toll zu sehen, was man alles aus diesem recycelten Plastikmaterial machen kann. Und dann merkt man auch, wie sehr es sich lohnt. Ja. Und der hat halt gesagt, ja, er stimmt bei allem zu, aber wer die Umwelttruppe ist, wusste er auch nicht. Und ich meine, das muss ja die Spur sein, die Umwelttruppe. Tobi, sind die das nicht? Klar, das ist es, natürlich. Ja. Hallo. Hi. Können wir mal zu euch reinkommen? Gehen wir doch mal rein, oder? Ja. Hallo. 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 Servus. Seid ihr die Umwelttruppe? Ja. Nein, echt jetzt? Ja. Oh, wir haben euch endlich gefunden, es hat ganz schön lange gedauert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wir waren im ganzen Land unterwegs, um rauszufinden, was es mit diesen Briefen auf sich hat. Ja. Habt ihr uns die geschickt, oder? Ja. Und warum? Weil es uns wichtig ist, dass nicht so viele Tiere und Pflanzen am ganzen Plastik und am Papier sterben. Und so besser man den Müll trennt, desto besser ist es für den Klimaschutz. Ja, das stimmt. Das haben wir jetzt auch mitgekriegt. Aber sowas von. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch mal bei dem Club mitmachen. Also, ich fände es klasse. Ja. Cool. Ich wäre auch Fan. Voll gern. Was können wir machen, um euch zu unterstützen? Was macht ihr denn gerade? Wir malen Bilder für Leute und vor allem für Erwachsene, dass die verstehen mit Bildern, was sie machen können und was sie besser machen können. Ja, super. Dann legen wir doch gleich los, oder? Ja. Cool. Unterstützen cool. wir euch ein bisschen. Ich nehme hier gleich mal die Wassermalfarben. Also, die Umwelttruppe ist echt richtig cool. Und sie haben ja voll recht. Vor allem für die Menschen, die jetzt noch so jung sind, sollten wir besonders gut auf unseren Planeten aufpassen. Und die richtige Mülltrennung ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt. Na dann los! Auf geht's! Klimaschutz beginnt hier mit dir! Mach mit! Und das bringen wir jetzt unter die Leute. Los geht's! Klimaschutz beginnt hier mit dir! Mach mit!